Ich grüße euch und herzlich willkommen. Heute gibt es News zu Space Marine 2. Ja, ich war gerade hier so im Internet so ein bisschen am Schauen, geguckt, ob ich was für YouTube finde. Und dann sehe ich halt diese Nachricht. Space Marine 2, komplette Vollversion landet im Netz. Vom Download wird abgeraten. Warhammer 40k Space Marine 2 ist das nächste große Warhammer-Ding. Erlebt mit einer großen Waffenauswahl und einer exzellenten Grafik eine actiongeladene Story-Kampagne. Die Kampagne könnt ihr auch zu dritt im Koop erleben und zusätzlich gibt es noch einen 6 gegen 6 Team Multiplayer Modus. Alle drei Editionen gibt es bei meinem Partner Moga und ich bedanke mich an dieser Stelle für den Support. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. We are Space Marines. Schock für Warhammer-Fans. Space Marine 2 wurde 2 Monate vor der Veröffentlichung vollständig geleakt. Das gesamte Spiel ist im Netz gelandet. Die fast 70 GB große, offenbar fast fertige Version wurde auf eine russische Torrent-Webseite hochgeladen und ist abgesehen von einigen fehlenden Texten und Platzhaltern vollständig spielbar. Ein zufälliger Upload und seine Folgen. Der genaue Ursprung des Leaks ist unklar, aber es wird berichtet, dass die Version zuerst auf einem Tracker veröffentlicht wurde. Der Leak enthält nicht nur das fast vollständige Spiel, sondern auch Server-Binaries, was bedeutet, dass Spieler ihre eigenen Server aufsetzen und das Spiel mit Freunden spielen können, sofern diese Zugang haben. Und das hier habe ich jetzt extra markiert. Vorsicht ist jedoch geboten, der Download solcher Dateien ist nicht nur illegal, sondern kann auch riesigen wie versteckte Malware bergen. Kurz nach dem Leak tauchen auf YouTube Gameplay-Videos auf. Diese zeigen, dass der Bild vom 20. Juni 2024 stammt, was darauf hindeutet, dass es sich um die fast fertige Version handelt, da das Spiel vergangene Woche den Goldstatus erreicht hat. Also das Spiel war ja schon so gut wie fertig. Und wenn es eben halt veröffentlicht wird, dann kommt eben halt noch ein Day One Patch oben drauf geknallt, um eben halt nochmal die letzten Bugs zu fixen. Oder halt die Performance zu fixen, was auch immer. Mehrere Spieler berichten, dass lediglich einige Assets und Optionen in den Grafikeinstellungen fehlen sollen. Und hier unten steht jetzt nur noch, dass es eine öffentliche Beta geplant gab, aber diese wurde ja abgesagt. Und ja, das soweit zu Space Marine 2. Ich rate natürlich auch vom Download ab. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Viren, ja, dass mein PC jetzt irgendwie infizieren könnte. Hätte ich aber überhaupt keinen Bock drauf. Wie dem auch sei, passt auf euch auf. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.